Über die Überweisung in der EU eingefrorener russischer Vermögenswerte an die ukrainische Regierung berichtet Euronews. Die Europäische Union hat 1,5 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen, die aus den außerordentlichen Erträgen aus den Vermögenswerten der russischen Zentralbank stammen, die im Rahmen der weitreichenden Sanktionen der EU blockiert sind. 90% der Finanzhilfe würden Kiew helfen, mehr Waffen, Munition und Luftabwehrsysteme zu kaufen, die das Land dringend benötige, um den Vormarsch der Invasionstruppen im Osten abzuwehren. Die restlichen 10% würden für den Wiederaufbau verwendet, insbesondere für die Energieinfrastruktur, die durch unerbittliche russische Angriffe schwer beschädigt wurde. Brüssel befürchtet, dass die weitgehende Zerstörung des ukrainischen Stromnetzes im kommenden Winter eine humanitäre Krise und eine neue Migrationswelle auslösen könnte. Die EU steht an der Seite der Ukraine, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am Freitag. Es gibt kein besseres Symbol und keine bessere Verwendung für das Geld des Kremls, als die Ukraine und ganz Europa zu einem sicheren Ort zum Leben zu machen, sagt sie, während sie parallel die Wahrscheinlichkeit für einen drohenden Weltkrieg weiter steigert. Die Ankündigung markiert den ersten Geldtransfer im Rahmen des neuartigen Programms, das auf Russlands stillgelegten Vermögenswerten basiert, die in der gesamten Union auf rund 210 Milliarden Euro geschätzt werden. Das unverfrorene Projekt wurde monatelang vorbereitet, bis die Mitgliedstaaten im Mai eine Einigung über die Rechtstexte erzielten. Ungarn, ein entschiedener Gegner der Militärhilfe für die Ukraine, drohte zunächst damit, sein Veto einzulegen und die gesamte Initiative zu blockieren. Letzten Monat fanden die Mitgliedstaaten jedoch einen Weg der Rechtsbeugung, um dieses Hindernis zu umgehen. Sie argumentierten, Ungarn habe sich bei der Einigung im Mai der Stimme enthalten und sei daher nicht berechtigt, sich an den folgenden Schritten zu beteiligen, argumentiert die sich auf sehr dünnem Eis bewegende kriminelle Kommissionschefin. Damals wurde angekündigt, dass der erste Transfer 1,4 Milliarden Euro betragen würde. Am Freitag wurde der Betrag auf 1,5 Milliarden Euro aktualisiert, was wahrscheinlich auf die Zinsschwankungen zurückzuführen ist. Die außerordentlichen Einnahmen, auf die Moskau aufgrund der Anfang 2022 beschlossenen Sanktionen nach Auffassung der Kommission keinen Anspruch hat, stammen von Euroclear, einem in Brüssel ansässigen Verwahrer, der den Großteil der stillgelegten Vermögenswerte verwahrt. Die nächste Überweisung wird im März 2025 stattfinden, so die Kommission. Entscheidend ist, dass die 1,5 Milliarden Euro direkt in den Haushalt der Ukraine fließen. Dies unterscheidet sich von der früheren Militärhilfe, die die EU im Rahmen der sogenannten Europäischen Friedensfazilität, EPF, geleistet hat, die den Mitgliedstaaten einen Teil der an Kiew gespendeten Waffen erstattet. Eine Einrichtung in bestem Neusprech. Orwell wäre so stolz auf euch. Die EPF wird allerdings seit mehr als einem Jahr von Ungarn blockiert, wodurch 6,5 Milliarden Euro blockiert werden und die Transatlantiker in der EU dadurch verärgert sind. Anfang dieser Woche bezeichnete Josep Borrell, der Leiter der EU-Außenpolitik, die Blockade als beschämend. Da die Hoffnung auf eine Lösung so gut wie verloren ist, hat sich die EU mit den USA zusammengetan, um der Ukraine ein Darlehen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar zu gewähren, wobei die verpfändeten Vermögenswerte als Sicherheit dienen sollen. Wen kümmert schon fremdes Eigentum? Der Plan schreitet voran, aber die technischen Details sind noch nicht geklärt. Die EU erneuert ihre Sanktionen alle 6 Monate. Das heißt, wenn Ungarn oder jemand anderes, die Welt ist ja im Wandel und das betrifft auch die EU, die Erneuerung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft verhindern würde, würden die Vermögenswerte wieder freigegeben und das Darlehen wäre hinfällig. Die Kommission hat 2 Optionen vorgeschlagen, um die Quadratur des Kreises zu erreichen und für mehr Vorhersehbarkeit zu sorgen. Die Vermögenswerte bleiben dauerhaft blockiert, bis Russland sich bereit erklärt, die Ukraine für den entstandenen Schaden zu entschädigen. Unbefristete Verlängerung. Oder die Sanktionen gegen die Vermögenswerte werden für längere Zeiträume verlängert, zum Beispiel 18 Monate statt 6. Wie eine Ukraine nach Beendigung des Krieges aussehen wird, kann noch niemand sagen. Es spricht aber immer mehr für einen russischen Sieg. Der Westen wird allerdings bei fortgesetztem Transfer von Kriegsmaterial und Kapital dafür sorgen, dass erheblich größerer Schaden in der Ukraine angerichtet werden wird und weit mehr Menschen noch sterben müssen.